Die Brandstiftung. Es war eine finstere Regennacht, als das alte Haus plötzlich zu brennen anfing. Das alte Haus war ein verfallener und verlassener Bau, der auf einem Hügel stand. Und die Leute fürchteten sich, an ihn heranzukommen. Und tagsüber, da sie erzählten, er sei voller Schlangen und Gespenster. Das Merkwürdige war, dass das alte Haus nur aus einem großen Haufen Steine bestand, weil das Holz auch das kleinste Stückchen, das vielleicht einmal übrig geblieben war, nachdem die letzten Bewohner das Haus verlassen und alles Brauchbare mitgenommen hatten, von Wind und Regen zerfressen worden war. Trotzdem brannte der Steinhaufen jetzt wie Freudenfeuer. Viele Leute verließen das Dorf und machten sich auf den Weg, um sich den Brand anzuschauen. Und alle wunderten sich sehr darüber. Auch Don Camillo kam heranspaziert und gesellte sich zu einem Häufchen Menschen, das im Begriffe war, den holprigen Steinweg zu betreten, der zum alten Hause führte. Es wird einer von unseren Revolutionären gewesen sein, der die Ruine mit Stroh gefüllt und sie dann angezündet hat, um irgendein bedeutendes Datum zu feiern, sagte Don Camillo laut und ging mit großen Schritten der Gruppe voran. Was sagt denn der Herr Bürgermeister dazu? Peppone drehte sich nicht einmal um. Wie soll ich das wissen, murmelte er. Nun, als Bürgermeister müsstest du alles wissen, erwiderte Don Camillo, der offensichtlich außerordentlich vergnügt war. Ist vielleicht heute ein geschichtlicher Gedenktag? Sagen Sie so etwas nicht mal im Spaß. Oder es wird morgen das ganze Land davon reden, dass wir diese verfluchte Geschichte veranstaltet haben, unterbrach ihn Brusco, der zusammen mit den kommunistischen Häuptlingen neben Peppone ging. Am Ende zweier Hecken, die ihn einsäumten, öffnete sich der Weg zu einer steinigen, armseligen Wiese, in deren Mitte der kleine Hügel stand, auf dem das alte Haus errichtet war. Es war ungefähr 300 Meter entfernt, und man sah die Steine wie eine Fackel brennen. Peppone blieb stehen, und die Leute breiteten sich nach links und rechts aus. Ein Windstoß brachte eine Rauchwolke heran. Das ist kein Stroh, es muss Benzin sein. Die Leute begannen diesen merkwürdigen Umstand zu kommentieren und jemand machte Anstalten weiterzugehen, wurde aber durch laute Zurufe aufgehalten. Keine Dummheiten! Nun hatten sich gegen Kriegsende im Dorf und in der Umgebung lange Zeit Truppen aufgehalten. Es war möglich, dass so eine Gruppe dort Benzinkanister versteckt hatte. Vielleicht war es auch gestohlenes Benzin und wurde von den Dieben in das alte Haus gebracht. Man kann nie wissen. Don Camillo fing an zu lachen. Erzählt mir keine Märchen. Mir ist die ganze Geschichte verdächtig. Und ich will mich mit eigenen Augen überzeugen, was da los ist. Entschlossen löste er sich von der Herde und ging schnellen Schrittes zur brennenden Ruine. Er hatte bereits etwa 100 Meter zurückgelegt, als ihn Peppone mit einigen großen Sprüngen einholte. Sofort zurück, Sie! Mit welchem Recht mengst du dich in meine Angelegenheiten ein? Erwiderte ungeduldig Don Camillo, schob seinen Hut nach hinten und stemmte seine großen Fäuste in die Hüften. Ich befehle es Ihnen als Bürgermeister. Ich kann es nicht gestatten, dass sich einer meiner Bürger so dumm der Gefahr aussetzt. Was für eine Gefahr? Riechen Sie das denn nicht? Es ist ja ein Benzinlager. Gott weiß, welche Teufelei dahinter steckt. Don Camillo schaute ihn misstrauisch an. Was weißt du denn davon? Ich? Ich weiß nichts. Aber es ist meine Pflicht, Sie zu warnen. Denn wo Benzin ist, könnte auch etwas anderes dabei sein. Don Camillo lachte auf. Ich hab verstanden.
Weißt du, was los ist? Dein Herz ist dir in die Hose gerutscht. Und jetzt ärgerst du dich, dass deine Herde zusehen muss, wie ihr Chef von so einem armseligen, reaktionären Pfäfflein wie Don Camillo in der Zivilcourage unterrichtet wird. Peppone ballte die Fäuste. Meine Leute haben mich im Partisanenkrieg im Gebirge am Werk gesehen und jetzt ist es anders, Genosse Bürgermeister. Man muss in der Ebene arbeiten. Im Gebirge kann man leicht den großen Helden spielen. Peppone spuckte sich in die Hände, atmete tief und ging entschlossenen Schrittes auf die brennende Stätte zu. Nach 50 Metern sprang Don Camillo, der bis dahin mit gekreuzten Armen Peppone beobachtet hatte, auf und holte ihn ein. »Halt!« »Was halt?« schrie auch Peppone und riss den Arm los. »Gehen Sie lieber Ihre Geranien begießen. Ich gehe weiter. Wir werden sehen, wer Angst hat, Sie oder ich.« Don Camillo hätte sich am liebsten auch in die Hände gespuckt, tat es aber nicht, da er sich daran erinnerte, dass er Erzpriester sei. Er beschränkte sich darauf, auch tief einzuatmen und die Fäuste zu ballen und ging weiter. Sie gingen Schulter an Schulter, Peppone und Don Camillo, und die Entfernung verringerte sich. Und schon spürten sie die Hitze, und sie pressten die Zähne immer mehr aufeinander und ballten immer fester die Fäuste, während sie einander aus den Augenwinkeln beobachteten. Und jeder von ihnen hoffte, dass der andere stehen bleiben werde. Alle beide waren jedoch entschlossen, wenigstens einen Schritt mehr zu machen als der andere. 80, 60, 50 Meter. »Halt«, sagte eine Stimme, der man gehorchen musste. Und beide blieben im selben Augenblick stehen, drehten sich um und liefen wie Blitze davon. In diesem Moment riss ein schrecklicher Donner die Stille entzwei, während das alte Haus in die Luft flog und sich wie eine Feuerblume entfaltete. Sie kamen beide mitten auf der Straße sitzend zu sich und keine Seele war weit und breit zu sehen, da alle wie Hasen zum Dorf geflüchtet waren. Dann gingen sie schweigend Schulter an Schulter. Plötzlich murmelte Peppone: »Warum habe ich sie nur nicht weitergehen lassen? Es wäre besser gewesen.« »Genau das denke ich mir auch«, antwortete Don Camillo, »eine blendende Gelegenheit versäumt.« »Hätte ich sie weitergehen lassen«, fuhr Peppone fort, »hätte ich die Freude gehabt, den schwärzesten Reaktionär der Welt in die Luft fliegen zu sehen.« »Ich glaube nicht«, antwortete Don Camillo, ohne sich umzuschauen, »bei 100 Meter wäre ich stehen geblieben.« »Warum?« »Weil ich gewusst habe, dass in der Höhle unter dem alten Haus 6 Benzinkanister, 95 Maschinenpistolen, 275 Handgranaten, 2 Kisten Munition, 7 Maschinengewehre und 300 Kilo Dynamit lagerten.« Peppone blieb stehen und schaute ihn mit weit aufgerissenen Augen an. »Nichts Besonderes«, erklärte Don Camillo. »Bevor ich das Benzin anzündete, wurde alles schön gezählt.« Peppone ballte die Fäuste. »Ich möchte sie jetzt erschlagen«, schrie er zähneknirschend. »Das kann ich gut verstehen, Peppone. Es ist aber nicht leicht, mich zu erschlagen.« Sie gingen weiter, nach einer Weile blieb aber Peppone stehen. »Aber Sie haben also doch gewusst, wie gefährlich es war, und sind trotzdem bis auf 50 Meter herangegangen. Und wenn man uns nicht aufgehalten hätte, wären Sie bestimmt weitergegangen.« »Natürlich. Ich habe genau alles gewusst, wie du alles gewusst hast«, erwiderte Don Camillo. »Unsere persönliche Eitelkeit war aber im Spiel.« Peppone schüttelte den Kopf. »Da ist nichts zu sagen. Kerle sind wir beide. Schade, dass Sie nicht zu den Unseren gehören.« »Genauso denke ich auch. Schade, dass du nicht zu uns gehörst.« Vor der Pfarre trennten sie sich. »Im Grunde genommen haben Sie mir einen Dienst erwiesen«, sagte Peppone.
Dieser ganze Laden oben im alten Haus lag mir auf dem Gewissen wie ein Damoklesschwert. Ach, langsam, langsam mit historischen Zitaten, Pepone, antwortete Don Camillo. Und doch, fuhr Pepone fort, Sie sagen, es waren 7 Maschinengewehre und indessen waren es eigentlich 8. Wer wird denn das eine genommen haben? Mach dir keine Sorgen, antwortete Don Camillo. Ich hab's genommen. Wenn eines Tages die proletarische Revolution ausbricht, dann halte dich im weiten Umkreis vom Pfarrhaus. Auf Wiedersehen in der Hölle, murmelte Pepone im Weggehen. Don Camillo ließ sich vor dem Christus am Hauptaltar auf die Knie nieder. Ich danke dir, sagte er. Ich danke dir, dass du uns aufgehalten hast. Hättest du nicht Halt gesagt, wäre daraus noch eine dumme Geschichte geworden. Aber nein, erwiderte lächelnd Christus. Da du gewusst hast, wohin du gegangen bist, so wäre das ein Selbstmord gewesen. Und du wärest schon zurückgegangen, Don Camillo. Ja, schon. Aber man darf den eigenen Glauben nie überschätzen. Die Eitelkeit ist manchem schon zum Verhängnis geworden. Sag mir lieber, wie ist denn das mit dem Maschinengewehr? Hast du ein solch verhängnisvolles Zeug mitgenommen? Nein, antwortete Don Camillo. Es waren 8 und 8 sind in die Luft geflogen. Es ist aber gut, wenn die Roten denken, dass es hier ein Maschinengewehr gibt. Gut, sagte Christus, wenn's nur wahr wäre. Das Pech ist nur, dass du wirklich dieses verfluchte Werkzeug mitgenommen hast. Warum bist du so ein Lügner, Don Camillo? Don Camillo breitete die Arme aus.